Sind Sie bereit für die Neuerungen bei der beruflichen Grundbildung für Maurerinnen und Maurer EBA und EFZ? Mit dem Masterplan SBV Berufsbildung 2030 will der Schweizerische Baumeisterverband die Lücke im Arbeitskräfteangebot schließen und die Branche stärken. Eine Maßnahme ist die Aktualisierung der beruflichen Grundbildung. Im Kern umfasst die Aktualisierung folgende Hauptelemente. Die revidierten Berufsabschlüsse sind fit für die Zukunft. Sie enthalten die von Bauunternehmen bestellten und benötigten Handlungskompetenzen. Die Anschlussfähigkeit zwischen der zweijährigen Lehre Maurerin EBA zur dreijährigen Lehre Maurerin EFZ ist optimiert. Die zweijährige Lehre stellt damit einen attraktiven Einstieg in das Bauhauptgewerbe dar. Der Umgang mit Menschen auf dem Bau ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Selbst- und Sozialkompetenzen sind daher auch in der Ausbildung des Berufsnachwuchses zentral. Diverse Kurse zur Arbeitssicherheit sind neu in die überbetrieblichen Kurse integriert. Der Berufsfachschulunterricht wird über die höhere Gewichtung der Erfahrungsnote gestärkt. Dafür fällt die schriftliche Prüfung der Berufskenntnisse am Ende der Lehre weg. Die Einführung einer zeitgemäßen Ausbildungsmethodik stellt praxisnahe Aufgaben sowie angepasste, handlungsorientierte Lernprozesse in den Mittelpunkt. Die Lernenden werden dadurch befähigt, stärkere Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Die Lernenden werden in den Lehrbetrieben von den Berufsbildnern bei der Umsetzung von Praxisaufträgen und der Erstellung der jeweiligen Lerndokumentation eng begleitet. Regelmäßiges Feedback fördert die Entwicklung von Handlungskompetenzen und bereitet sie optimal auf das Qualifikationsverfahren vor. In den Berufsfachschulen erarbeiten sich die Lernenden mit praxisorientierten Unterrichtseinheiten ein solides Fundament an theoretischen Fachkompetenzen und setzen dieses im Praxisalltag um. In den überbetrieblichen Kursen erwerben die Lernenden theoretisches Wissen und entwickeln ihre handwerklichen Fähigkeiten weiter. Dabei wird die betriebliche und schulische Ausbildung wirkungsvoll miteinander verknüpft. Die Praxisaufträge ermöglichen die praktische Anwendung des Gelernten und dienen als Basis für das mündliche Fachgespräch im Qualifikationsverfahren. Für alle drei Lernorte gibt es Wegleitungen und Richtlinien. Diese geben detaillierte Anweisungen zur Gestaltung der Lernprozesse und bieten Orientierungshilfe. Alle relevanten Unterlagen sowie Informationen zu den Informations- und Ausbildungsveranstaltungen finden Sie hier. Der SBV unterstützt Sie aktiv und wünscht Ihnen viel Erfolg.